Hallo zusammen, ich bin der Knack, der sich heute mal zurückhält und nicht beatboxen würde, zur Abwechslung auch mal etwas Ernstes zu sagen. Ich möchte nämlich, dass ihr alle noch Ja stimmen für die Waffenschutzinitiative, weil es ist peinlich, wenn jetzt wieder alle Nein stimmen. Es ist echt peinlich, weil es gibt ja nicht ein einziges Argument dafür, wieso dass man daheim ein verdammtes Maschinengewehr oder eine Pistole haben sollte. Es gibt echt keinen Grund. Und die einzige Argument der Gegner der Initiative, die ich bis jetzt gehört habe, ist: Ja, aber die Kriminellen, warte mal besser. Ja, aber die Kriminellen, die haben alle Waffen daheim. Und dann sage ich, was ist das für ein Argument? Das ist das Argument von einem 8-jährigen Trotzkring, von einem Giel. Er sagt, der Marco hat alles Fernsteuer gezahlt, ich will alles Fernsteuer gezahlt. Und das ist dumm. Und ich finde einfach, 8-jährige trotzige Giel sollten kein Gewehr oder Pistole daheim haben. Und das zweite Argument, das ich immer wieder höre, ist: Es ist jedem Eidgenoss, sein gutes Recht, eine Waffe daheim zu haben. Das wiederum dann nach einem uralten Beppo, der noch den Ersten Weltkrieg erlebt hat, der daheim senil im Estrig oben mit seinem Karabiner, mit dem Bajonett noch oben dran hockt und sagt: Die Waffe, das ist mein gutes Recht als Eidgenoss, die Waffe bei mir daheim zu haben, ich gehe nicht ins Altersheim ohne die Waffe, bla bla bla. Dummes Argument, dummes Argument. Ich meine, ich finde, gerade Leute, die denken, wie alte Sanili, Grossväter, sollten keine Waffe daheim haben. Und jetzt mal noch ein bisschen ernst. Mit dieser Waffe ist viel Scheiß passiert in der Schweiz. Mit dieser Waffe hat sich ein guter Kollege von mir das Leben genommen und ein guter Freund von vielen Leuten hier unten. Mit dieser Waffe ist Amok gelaufen worden, riesiges Leid ist angerichtet worden. Mit dieser Waffe haben Väter ihre Familie umgebracht. Und jetzt soll mir irgendeiner sagen, wieso dass man hier die Initiative ablehnen sollte, wenn man diese Argumente auf der anderen Seite hat. Und ich muss nicht mal eine Statistik lesen, um zu sagen, wenn eine Waffe irgendwo rumliegt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach grösser, dass man sie braucht, dass man in Extremsituationen irgendeinen Scheiß damit macht. Ich war selber im Militär, ich hatte auch eine Waffe, ein Gewehr, ich habe damit rumgeschossen, es hat mir auch Spass gemacht, mit dem Gewehr rumzuschiessen. Aber ich war dabei, wo am letzten Tag jenste Leute, ich eingeschlossen, wenn wir so wollen, haben eine Waffe und Munition bekommen. Ich habe gefunden, die müssten jetzt nicht unbedingt eine Waffe daheim haben. Es hat sogar Extremfälle gegeben, wo ich weiss, dass sie aggressiv waren und einfach das Gewehr mitgenommen haben, damals noch mit Munition. Und schon dann habe ich gedacht, also dümmer geht es ja eigentlich nicht mehr. Und darum finde ich, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, endlich mal die Waffe in die Kaserne zu bringen und sie dort zu lassen, dann machen sie es bitte. Von mir aus gesehen könnte man sowieso alle Waffen abschaffen, aber wenn sie schon umhängen müssen, dann vielleicht nicht bei jedem normalen Bürger in der Wohnung. Und darum sage ich, stimmt ja für die Waffenschutzinitiative. Und geht wirklich stimmen. Am Wochenende oder jetzt mit dem Brief irgendwo liegt drum, nein, abschicken, abstimmen, ja.